Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 30 von Shapes.io. Ja, die Teile laufen hier rein. Optimal, wie man sieht. 500, ach, 600 haben wir schon geschafft. Da geht es auch voran. Das Band ist auch noch voll. Wir müssen jetzt schauen, dass wir andere Teile, die noch nicht so schnell da reinfluppen, dann vielleicht mal optimieren. So, das wäre zum Beispiel dieses Teil hier, weil da sind wir ja erstmal auf Stufe 4 und auch dieses Teil hier, da sind wir auch erst Stufe 4. Also diese beiden Teile müssen wir uns mal angucken, dass wir die optimieren, dass wir da mehr Produktion reinkriegen. Das heißt, das ist hier das Windmühlenrad und das andere, war das jetzt hier das Teil, was da mit auf dem Band liegt? Nein, da ist noch was anderes. Wo ist denn das? Wo kommt das hier überhaupt rein? Ist es das? Nee, das ist auch nicht. Kommt gar nicht hier rein, oder was? Hier sieht sowieso nicht so toll aus, dass hier so viele verschiedene Teile reinkommen. Ah, hier ist es ab und zu mal zwischen. Aha. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das besser hinkriegen, weil das ist ja hier schon mal eine Hausnummer, die gar nicht geht mit diesem Teil da ab und zu mal drin. Ist das doch, ne? Ja. Da schauen wir gleich nach dem Intro nach, dass wir das mal optimieren. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gehen wir doch da mal hin. Hier, da tröpfelt es ja nur. Da ist irgendwas nicht so doll am Laufen. Dass die hier schon mit drauflaufen, ist dann schon mal ungewollt. Aber okay. Puh. Hier kommt ja auch nichts an, ne? Das Band ist voll. Woran hapert es dann? An dieser Aktion hier. Hier ist ja auch noch erstmal genug, aber hier ist zu wenig. Hier wird zu wenig geschnitten, oder was? Okay, das sieht aber auch schon hier super eng aus. Aber nichtsdestotrotz müssen wir hier was machen. Was war das? Steuerungsbereich markieren. Im Prinzip muss ich dieses Stück mal markieren erstmal. Und kopieren wir das. Und setzen das erstmal einmal daneben, oder? Dann würden wir das ja schon mal verdoppeln. Dann brauchen wir sowas hier. Drehen das mal. Basteln den dazwischen. Ich hätte mal vielleicht die Shift-Taste drücken müssen, dann wäre es vielleicht besser gegangen. Okay, da sehen wir schon mal, dass das ganz schlecht läuft. Weil wir das da ganz schlecht reinkriegen, ne? Wie kriegen wir das hin? Ist einfach zu eng hier dann. Ja, da haben wir hier uns verbaut, sozusagen. Wo haben wir denn Platz? Wo haben wir Platz? Noch da oben. Das bedeutet, eigentlich müssen wir das gerade wieder wegnehmen. Den mal gerade da so rüberziehen, dass das erstmal wieder läuft. Das kannst du wieder abreißen. Und haben wir noch was drin? Ja. Das würde sich ausgehen, wenn wir das da einbauen. Geht das nochmal dann da? Vielleicht, ne? Ich mach's mal erstmal so und gucke, wie es irgendwie geht. So, den könnte ich jetzt da einbauen. Kriege ich aber irgendwie nicht so geregelt. Ich kriege es zwar hier hin. Kann den da anschließen, aber ich kann hier keinen weiter anschließen. Und dann kann ich definitiv schnell noch hier einen hinbauen, damit das erstmal weiterläuft. Aber hier ist ja auch schon wieder ein Stau. Weil die weißen Teile nicht kommen. Die weißen Teile kommen hier unten nicht.
Ja, hier haben wir dann auch wieder den Punkt, dass es nicht funktioniert. Also kann sie das auch schon wieder abreißen. Na komm, wir gucken erstmal nach den weißen Teilen. Da fehlen die gelben Teile. Das ist hier das Problem, dass hier was nicht läuft. Das heißt, hier muss ein zweiter Färber in dem Sinne hin. Alles viel zu klein gebaut hier. Ja. Viel zu klein gebaut. Wie kriegen wir das jetzt am geschicktesten hin? Wo ist hier freie Fläche? Da unten. Gehen wir mal zu den Blaupausen. Warte, wir müssen erstmal... ich muss, glaube ich, hier hin und dann kann ich da einen Punkt machen. Ja. Ich sag mal 30 den Punkt, weil das ist Folge 30. Dann kommen wir da auch erstmal hin. Gut, und dann gehen wir nach Blaupausen. Und was brauchen wir? Dieses Teil hier. Das müssen wir erstmal haben. Oh, da ist noch ein Teil mehr dran zu machen. Okay. Und kopieren. Ja, haben wir. Jetzt gehen wir nach 30. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hier hinbauen. Das drehen wir mal so um. Gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir die roten Klamotten da reinkriegen, ne? Tunnel. Kriege ich den von da nach da? Leider nicht. Das heißt, wir müssen wieder den Tunnel nochmal größer nehmen. Passt erstmal. Jetzt können wir den normal nehmen. Geht, ne? So, dann das Förderband da dran. So, geht erstmal. Und dann hier die Teile hinbauen. So. Nach rechts. Nach da. Nach da. Nach rechts. Dann Förderband da runter. Dann kommen schon mal die roten da an, ne? Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch die grünen, die es hier gibt. Das werden nachher gelbe, ne? Achso, die gehen hier raus, alles klar. Dafür brauchen wir jetzt noch die grünen. Die Grünen laufen noch nach da. Okay, dann müssen wir das hier anders regeln. Aber wie? Und unterbreche das da mal. Ne, das nicht. Das. Mach das so. Mach die hier weg. Das ist jetzt Kleinkram, den wir hier machen, ne? Ideal ist was anderes. Aber ich will jetzt Vorhandenes nicht einfach so wegreißen. Das ist auch doof. Wenn ich die grünen und die weißen und die... Ja.
Ja, wenn ich die roten und die grünen zusammen mache, kriege ich gelbe. Das ist schon mal gut. So, jetzt muss ich nur hier hin. Ne, das war schon richtig. Ich musste nicht die Shift-Taste zuerst loslassen, sondern die Mauszeiger-Taste, ne? So, passt das. Jetzt müssen wir hier ein paar Tunnel bauen. Passt auch. Jetzt müssen wir hier noch ein paar von den Dingern hinkriegen. Dreh die mal. Nimm sie alle rein, egal. Grenze auf 8 Items. Okay, dann die obersten drei. Ja, komm, dann lassen wir die obersten drei weg. So, die laufen da rein, die laufen hier hin. Das heißt, hier kommen auch gelbe raus. Ja, passt. So, die gelben müssen jetzt dahin. So, hier müssen wir so ein, knapp daneben, ne? Da müssen wir so einen hinmachen und da müssen wir so einen hinmachen. So, jetzt laufen die gelben da hin und dann kommen mehr gelbe, mehr weiße an. Aber mit einem weißen kannst du keinen Start verdienen, ne? Jetzt haben wir zwar mehr gelbe, aber das ist hier keine Lösung. Das ist hier keine Lösung. Hier ist, das ist Murks, das ist alles Murks. So, das heißt, wir müssen jetzt hier unten nochmal diese Maschine kopiert haben. Warte mal, geht das noch? V. Ja, geht noch. Machen wir so. Und jetzt holen wir uns da die gelben von hier, backen die da dran. So, dann können wir die hier wegreißen, brauchen wir nicht mehr. Und holen uns die blauen von da noch weg. Die weißen gehen dann nach da. Das bedeutet, wir gehen hier wieder raus. Wofür haben wir diese Bahn gemacht? Für die gelben. Dann können wir ja die weiter nutzen. Gehen aber nach hier hoch. Kriege ich denn hier die weißen? Ja, da kriege ich die weißen nachher raus. Ist das so richtig, was wir da gerade machen? Das brauchen wir hier gar nicht mehr dann. Ich muss da die Bahn gerade heile machen, damit das da erst noch weiter reinläuft. Dann geht das erstmal. So, das kann hier bleiben. Geht dann nachher das Weiße hoch. Das kann schon alles weg. Passt. So, die Blauen müssen wir jetzt umleiten, die müssen hier unten hin, ne? Die Blauen müssen da unten hin. Das heißt, wir gehen hier lang. Kommen hier weiter lang. Gehen hier lang. So passt's. Und müssen da noch einen Tunnel bauen. So. Und machen den jetzt hier lang. Reißen das alles weg.
Das alles weg. Auch ein Förderband, was hier gerade ausgeht. Jetzt müssen da gleich Weiße kommen, oder? Tun sie auch. So, die Weißen kommen dann zügiger, besser dahin auf jeden Fall. Da sieht es schon mal ganz gut aus, ne? Jetzt gucken wir weiter, wo die Weißen landen. Die landen hier. Ja, da haben wir dann auch so ein Zeug gebastelt, ne? So, jetzt kommen hier Teile weiter raus. Die Viertel. Es laufen auf jeden Fall schon mal mehr dadurch. Aber das ist noch nicht optimal. Aber ich sehe schon, das werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Lass uns gerade noch den Stern angucken. Was haben wir denn hier geschafft? Upgrade. Ah, die sind wohl da. Okay, da brauchen wir nochmal so ein... Nee, das ist ein bisschen anders. Da ist noch ein weißer Kreis wieder drauf. Okay, da wissen wir, was wir da auch noch tun müssen. Aber wir kümmern uns erst um diesen grünen Stern mit dem rot-weißen Kreis drunter. Das machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao.